dieser Folge machen wir eine Reise durch die fantastische Geschichte vom Aufstieg und Fall des Irish Whiskey. Und wir lernen, warum man ihn in Irland mit einem E vor dem Y schreibt. Irish Whiskey ist der am schnellsten wachsende Markt auf der ganzen Welt. Experten prognostizieren, dass in den nächsten 5 Jahren die Verkaufszahlen von Irish Whiskey die von Scotch Whiskey überholen werden, zumindest in den Vereinigten Staaten. Das ist ein erstaunlicher Fakt, wenn man bedenkt, dass vor 30 Jahren in ganz Irland nur noch 3 Destillerien über waren, die noch dazu den Franzosen gehörten. Und das ist ein umso mehr erstaunlicher Fakt, wenn man weitere 100 Jahre zurückblickt, also um 1880, wo Irish Whiskey den Weltmarkt dominiert hat und einen Anteil von über 70% innehatte. Dies ist die Geschichte vom Aufstieg und vom Fall, vom neuerlichen Aufstieg und vom noch tieferen Fall, eines Volksgetränkes, das sich wieder auf dem Weg nach oben befindet und das sich nicht nur, aber auch durch die Schreibweise mit dem Buchstaben E unterscheidet. Irischer Whisky unterscheidet sich auf mehreren Ebenen von schottischem Whisky. Die verwendeten Rohstoffe, die Herstellung, dadurch auch der Geschmack und die Herkunft, das ist richtig. Wer es nun erfunden hat, die Schotten oder die Iren, das werden wir wohl nie herausfinden. Aber ein irischer Historiker meinte zu diesem Thema einst, durchaus möglich, dass die Schotten zum gleichen Zeitpunkt das Geheimnis der Destillation schon kannten. Aber nur ein Ire kann so verrückt sein, das Ergebnis zu trinken. Man unterscheidet prinzipiell 3 verschiedene Typen anhand des Herstellungsverfahrens. Irish Grain Whisky, meist über die kontinuierliche Destillation in einer Coffee Still produziert. Dazu kommen wir noch später. Irish Malt Whisky, hergestellt in kupfernen Brennblasen, als Rohstoff dient gemälzte Gerste. Das ist sozusagen das Pendant zum schottischen Malt Whisky. Und Irish Pot Still Whisky, hergestellt in kupfernen Brennblasen, allerdings aus gemälzter und ungemälzter Gerste. Das ist eine Erfindung, die aus der Not eine Tugend machte und entstand als Gegenmaßnahme zu einer 1785 eingeführten Steuer auf gemälzte Gerste. Er wird meistens, aber nicht immer, dreifach destilliert. Diese Steuer auf gemälzte Gerste entsprang der Notwendigkeit, den Wildwuchs an Brennereien einzudämmen. 1780 gab es immerhin 1200 Brennereien in Irland, die meisten illegal, die in einem Nebenraum auf einer kleinen Kupferbrennblase und einem Tischkondenser den sogenannten Potschin produzierten, ähnlich dem, was in der USA Moonshine genannt wurde. 10 Jahre nach Einführung der Steuer gab es nur noch 250 Brennereien und 1821 waren nur noch etwa 30 über. Um ein Haar wäre damit das allseits beliebte Volksgetränk für immer verschwunden. Im Jahre 1823 verabschiedete das Parlament den sogenannten Exile Act, aufgrund dessen die Steuer erst beim Verkauf der Ware zu bezahlen war. Was natürlich Lagerung und damit auch Reifung deutlich attraktiver machte. In den nächsten 12 Jahren sollte damit die Anzahl der legalen Brennereien auf über 100 ansteigen. In Schottland war in der Zwischenzeit durch die Heirat des aus der größten Whiskybrennerfamilie Haig stammenden John Haig, man kennt Haig Whisky heute noch mit den Labels Haig Club oder Dimple, mit Margaret Steen, Tochter einer weiteren schottischen Whisky-Dynastie, ein Whisky-Imperium entstanden. Und aus dieser Verbindung, als auch aus der Ehe ihres Bruders James mit seiner Catherine, sollten 2 Persönlichkeiten das Licht der Welt erblicken, die den nächsten Aufstieg und Fall von Irish Whisky gleichzeitig in Gang setzten. Den Haigs wurde, unter vielen anderen, eine nach ihrer Mutter benannte Tochter Margaret geboren, die später einen schottischen Juristen aus Schottland namens John Jameson ehelichte. Den Namen Jameson hat der eine oder andere ja vielleicht schon mal im Zusammenhang mit Irish Whisky. Mutter Margarets Bruder James und seine Catherine schenkten einem gewissen Robert Steen das Leben und über den werden wir gleich noch sprechen. Mr. Jameson muss irgendwann mit dem Whisky-Virus infiziert worden sein. Wir alle wissen, wie sowas passiert. Und ist dann 1788 von Schottland nach Dublin gezogen mit seiner Margarete, um sich an der im Familienbesitz befindlichen Bow Street Distillery, die da sich hinter mir befindet, einzukaufen.
Zu diesem Zeitpunkt produzierten die 135.000 Liter Alkohol pro Jahr. Und 1805, also 17 Jahre später, waren das schon 4,5 Millionen Liter Alkohol. Mr. Jameson kaufte das ganze Ding. Weitere 5 Jahre später wurde es umbenannt in Jameson & Sons, so wie man es heute auch kennt. Mittlerweile wird da drinnen kein Whisky mehr produziert. Das Ganze wurde in ein Whisky-Museum umfunktioniert. Die Dinge liefen gut für die Bow Street Distillery, die damals ein sehr beliebter Arbeitgeber war und bis zu 300 Menschen beschäftigte. Es brach ein goldenes Zeitalter an für Irish Whisky und über den Zugang über das englische Empire zu den Überseemärkten wurde Irish Whisky zum beliebtesten in der ganzen Welt, im speziellen Whisky, der hier in Dublin produziert wurde. Uneingeschränkter Marktführer war Pottstill Whisky, der, wie gesagt, aus gemälztem und ungewälztem Getreide hergestellt wird. 1830 hatte Dublin 8 Millionen Einwohner. Im Vergleich dazu heute sind es nur noch 5 Millionen. Und just in diesem Jahr kommt der zuvor erwähnte Cousin Margarets, Robert Steen, auf eine geniale Idee, wie man Whisky in einer raffinerieähnlichen Anlage kontinuierlich und damit billiger und schneller als in einer Potstill produzieren konnte, wenn auch mit Einbußen im Geschmack. Und dieses Brennverfahren sollte dann später von einem Herrn namens Aeneas Coffey, der hier im wunderschönen Trinity College studiert hatte, weiterentwickelt werden und seinen Weg in die Geschichtsbücher als Patent Still, Column Still oder Coffey Still finden. Die Iren waren nicht begeistert von dieser neuen Erfindung, nannten den so hergestellten Whisky sogar a silent whisky from a silent still, da der Geschmack kaum Eigenheiten aufwies. Weswegen sich Robert Steen und Aeneas Coffey nach Schottland und Übersee wandten, während die Iren an ihrem Potstill Whisky festhielten. Der Rest der Welt stürzte sich auf diese neue Möglichkeit, Whisky herzustellen. Dazu muss man wissen, dass Fasslagerung und Reifung damals eher die Ausnahme als die Regel war und wenn überhaupt dann nur für wenige Wochen oder Monate betrieben wurde, bis eben der Whisky verkauft war. Und so gesehen war dieser neue, leichtere Kornwhisky, der noch dazu einfacher und billiger herzustellen war, herzlichst willkommen. Über die Jahre und mit der Verbreitung der Coffee Still begann damit Irish Whisky am Markt langsam zurückzufallen. Eine neue Art von Whisky wurde geboren, der Blended Whisky. Eine Mischung aus in Coffee Stills billig produzierten Kornwhisky, vermischt mit Single Malt oder Pot Still Whisky, um dem Ganzen Tiefe zu verleihen. Das ist nicht zu vergleichen mit dem heutigen Blending, wo aus Dutzenden Whiskys aufwendigst ein Geschmack designt wird und das als Kunstform gelten sollte. Übrigens sind bis zum heutigen Tage 9 von 10 verkauften Flaschen Blended Whisky. Und auch erst ab 1860 konnte Blended Whisky legal verkauft werden. Erst 1865 erblickten Johnny Walkers Old Highland, Ballantines und Chivas Regal das Licht der Welt. Aber erstmal wurde gemischt, was gerade da war und teilweise als Irish Whisky verkauft, wenn auch nur ein einzelnes Gläschen davon im Fass war. Und als Randnotiz, zu dieser Zeit lag der durchschnittliche Whiskykonsum eines über 15-Jährigen bei 88 Flaschen pro Jahr. Mit der Massenproduktion kam auch der Massenkonsum und das führte zu einer Gegenbewegung im Jahr 1838, angeführt von diesem Herrn hier. Father Theobald Matthew, einem Kapuzinermönch, der Alkohol zum Trank der Dämonen klassifizierte. In nur 5 Jahren unterschrieben 5 Millionen Einwohner der 8 Millionen Einwohner von Dublin eine schriftliche Abstinenzerklärung. Und in der gleichen Zeit mussten 20 Destillerien für immer schließen. 1845 bis 1849 wütete dann die Kartoffelfäule. Der wohl dunkelste Abschnitt in der irischen Geschichte. 2 Millionen Iren verhungerten. Bis 1920 verließen 5 Millionen Menschen das Land. Die Bevölkerungszahl hat sich davon bis heute nicht erholt. ...1875 strömten Flüsse aus brennendem Whisky durch die Straßen von Dublin, als Malone's Malt & Storehouse hier in der Chamber Street Feuer fing. 13 Menschen starben und ich möchte einen Artikel aus der Irish Times zitieren, den ich gefunden habe, der näher auf die Todesursache eingeht. In all, 13 people are understood to have died as a result of the fire. None of the deceased perished in the flames, nor did they die of smoke inhalation. Each succumbed to alcohol poisoning,
from drinking freely from the whiskey. Among them was Mr. Smith. Ich schwöre, das steht hier, ich werde den Artikel dann verlinken und nach Mr. Smith schauen. 1879 zeichneten sich bereits deutliche Verluste von Irish Whiskey gegenüber dem Blended Whiskey ab. Und in ihrer Verzweiflung verbündeten sich die vier größten Hersteller in Dublin, um ein Manifest mit dem Titel The Truth About Whiskey, die Wahrheit über Whiskey, zu veröffentlichen, in dem gefordert wurde, dass weder Blended Whiskey noch das Endprodukt aus einer Coffee Still den Namen Whiskey überhaupt tragen darf. Sie waren so sauer auf die Entwicklung hin zum ihrer Meinung nach schlechteren Produkt, dass sie in dem Manifest kundtaten, ihren Whisky in Zukunft mit EY zu schreiben, was bis zum heutigen Tag mit wenigen Ausnahmen auch so geblieben ist. Doch die Talfahrt ließ sich nicht mehr aufhalten. Wenn auch 1880 noch Pot Still Whisky und Single Malt 70% des Weltmarkts dominierten, wurde 30 Jahre später bereits 60% aller in Irland und Großbritannien produzierten Whiskys in Coffee Stills hergestellt. Im selben Jahr noch entschied der Royal Commission on Whisky and Other Portable Spirits, dass Grain Whisky, Cone Whisky, bei dem die Maische nicht aus Gerste besteht, seinen Namen tragen darf, wenn er denn lange genug gelagert wird. Und sogar Coffee-Still-Produkte durften sich Whisky nennen, wenn sie mit Grain Whisky vermischt werden. Der Bürgerkrieg und die Loslösung von England sperrten das Empire und deren Handelspartner als Markt. Die ausgerufene Prohibition, das absolute Alkoholverbot, 1929 in der USA kappte dann die letzte Möglichkeit Irlands, seinen Whisky zu verkaufen. Zusätzlich verlor Irish Whisky dort seinen guten Ruf, da die Mafia minderen Alkohol, teils mit rostigen Nägeln braun gefärbt, als ebensolchen verkauften. Weltkrieg 1 und 2 ergänzten die Tragik und vollendeten den perfekten Sturm, der über Irland hinwegbrauste. 1948 waren dann nur noch 3 Destillerien in ganz Irland über. 1966 fusionierten die ehemaligen Rivalen Jameson, Powers und die Cork Distillery Company, formten die Irish Distillers Group Limited, um ihre verbliebenen Kräfte zu bündeln und so dem Verfall entgegenzuwirken. Schnell reifte die Idee, die gesamte Produktion ihrer Marken zu Jameson in die Old Middleton Destillerie zu verlegen. Da die Kapazität der alten Brennerei nur begrenzt war, wurde 1975 der große Industriekomplex in der Nähe der alten Brennerei erbaut. Den härtesten Schlag musste Irish Whiskey jedoch 1988 hinnehmen, als die Irish Distillers Group Limited vom französischen Großkonzern Pernod Ricard geschluckt wurde. Keine einzige irische Destillerie war damit mehr in nationaler Hand. Marken wie Paddy's oder Powers, der Inbegriff von Irish Whiskey, gehörten plötzlich Ausländern. Aber so eine Übernahme durch einen Großkonzern ist ja nicht nur schlecht, sondern hat durchaus auch positive Seiten. Und so konnte Pernod Ricard natürlich das internationale Geschäft deutlich ausweiten. Und Irish Whiskey steht heute so gut da wie schon lange nicht mehr. 1989 war es dann endlich soweit. Mit der Gründung der Brennerei Cooley an der Grenze zu Nordirland gab es wieder eine echte irische Whiskybrennerei. Nach 2 Jahrzehnten Produktion bietet diese Brennerei mit Marken wie Connemara oder Tyrconnell Whiskys und Blended Whiskys von mild bis rauchig aus eigener Produktion an. Für die Lagerung und Reifung war zu wenig Platz, weswegen man die alte Lock Distillery akquirierte, in Kilbeggan umbenannte und die Hallen dort benutzte. Die Geschäfte gingen so gut, dass man 2009 sogar den Brennereiteil wieder reanimierte und zum damaligen Zeitpunkt damit die bereits 4. unabhängige Brennerei auf die Karte der Aktiven brachte. Bis 2019 erhöhte sich diese Zahl auf 23, 16 weitere sind im Moment im Bau. Die Iren haben immer an der Qualität ihres Whiskys festgehalten, durch alle Stürme, Plagen und Kriege und wären lieber zerbrochen, als irgendwas daran zu ändern. Irish Whisky ist wieder auf dem Weg nach oben und wir wollen uns einen Eindruck verschaffen über den Stand der Dinge, eine Momentaufnahme des Jahres 2019 sozusagen. Eines jedenfalls ist gewiss, all der Mut und die Hoffnung, aber auch die Sturheit und die Lebensfreude der Iren machen die Menschen hier und ihren Whisky zu dem, was er ist und immer war. Einzigartig.
der nächsten Folge verlassen wir Dublin und besuchen die ersten beiden Destillerien in der Nähe, Cooley und die Great Northern Distillery, wo wir auf unerwartete Situationen treffen. Damit unser Kanal weiter wachsen kann, brauchen wir deine Hilfe. Vielleicht kennst du ja jemanden, der sich auch für Whisky interessiert und kannst uns weiterempfehlen. Schau doch mal unter der Rubrik Playlists unsere Reise nach Eila an oder noch besser die Playlist Vlogs auf Deutsch. Jeder Klick und jede Minute Spielzeit helfen, auch freuen wir uns über jeden Kommentar. Bitte nutze auch die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren und gib uns einen auf die Glocke, dann wirst du benachrichtigt, wenn sich was tut. Das kostet nichts außer einer Anmeldung. Danke.